Ihre Sünde. Ich weiß. Gib mir bitte die Zeitung. Gib mir bitte die Bildzeitung. Weißt du was? Das ist eine Weltidee. Das ist eine Weltidee. Weißt du, wer da auftreten kann? Nee. Das habe ich heute gesehen. Da ist er. Hier, bitte, bitte. Ach, er hier, ne? Axel, pass auf. Was denn? Hast du den mal gesehen? Ne? Der Axelodel. Ja, der Axelodel. Es ist ein Wanderer zwischen den Welten. Ja. Hier, Axelodel, wer bist du wirklich? Ja, ja, ja. Mein Ingo, Mann, wenn damals, wenn heute noch Robert Lemke wäre, dann wäre er mit Sicherheit der Ehrengast. Er weiß nicht, wer er ist. Er weiß nicht, was er ist. Es ist ein Wanderer zwischen den Welten. Ja. Nicht Fisch, nicht Fleisch. Es ist eine Art Molch. Es ist ein Netto-Lurch. Ja, ja. Ein reiner Netto-Lurch. Da kostet nur 10 Euro oder was. Da können doch, kann doch Bierhof nur sagen, 50.000 Netto-Lurche kann der doch kaufen. Und dann machen die doch eine Schau in der Mitte. Dann wird er berühmt, dann wird er mal geliebt. Er wird schon nicht geliebt. Es ist ein armes Tier, er wird nicht geliebt. Er sieht aus, muss sorgen, wie eine Rolle Drops mit so Fähnchen dran. Was ist das überhaupt da? Sind das Ohren oder was? Das sind Ohren und so Pinsel. Ohren und Pinsel? Pinselohren. Mhm. Er braucht die wahrscheinlich, um sich durch die Gegend. Vielleicht ist er auch als Diener unterwegs und hat bislang immer nur den Staub gewischt für andere. Und es ist ja auch eine Amphibie. Vielleicht hat er immer Sorgen in Salamander gebürstet. Vielleicht war er in der Dienerschaft über viele Jahrhunderte immer Sorgen bei einem Froschpärchen oder so etwas. Ja, ja. Man weiß es nicht. Aber jetzt ist er ja immer Sorgen, das Wappentier der Abschreiber steht hier. Ne? Es ist das Wappentier der Abschreiber, der Schutzpatron muss sorgen. Ach, das ist hier die Lütte da, die das abgeschrieben hat, ne? Das Buch oder was? Ne? Und weißt du, was der machen kann? 50.000 Axelodel muss sorgen. Bei Holiday an der Eis, von unten auf der Eisscholle, weißt du, was die machen? Domino D. Wie Domino D? Die bauen sich, 50.000 bauen sich auf. Und dann macht einer Tritto so gegen. Und dann macht fallen die alle um. Und weißt was? Weißt was, mein Ingo? Das macht alles gar nichts, weil der Axelodel, wenn der hat hier vorne nur 4 Finger, hast du gesehen? Er hat nur 4 Finger. Ja, wieso? Das gibt wie Yoda. Gibt's nicht oft. Andere Tiere haben gar keine Finger. Uff. Andere Leute haben nur ein Bein, sag ich mal. Aber weißt was, das macht nichts. Wenn der Umfeld der Axelodel und der Arm bricht einfach ab oder fällt um oder so, er wächst nach. Was bitte? Er wächst nach beim Axel. Arm? Beim Axelodel wächst nach. Wenn er? Er wächst einfach nach. Echt? Es ist ein Wildkönner. Das war eigentlich. Der Axelodel ist ein Wildkönner. Oh nein. Oh nein. Das ist eine Weltidee. Das reiche ich ein. Scheißwetter. Das ist. Hallo. Scheißwetter ist er. Um die Zeit noch unterwegs, sag mal, du musst das ja dringend nötig haben, ne? Oder was? Hast du Kohldampf oder wie? Ich hatte wir hatten schöne Sachen im Kühlschrank und er hat den Geist aufgegeben. Nee. Ja, alles verdorben und 2 Tage nicht zu Hause. Jetzt habe ich nichts mehr da. Muss ich noch mal den Geist aufgegeben, du oder? Der Kühlschrank. Den Geist aufgegeben. Hier, zeig ihn mal. Was denn? Das ist ein Axelodel, das ist ein reines Weltschirr. Nee, das sagen wir noch mal nicht. Was denn? Hier, was ist das? Nee, du musst das doch zuhalten, Mensch. Was denn? Och, ich wollte ihn fragen, was das ist. Hast du sowas schon mal gesehen? Nee. Das ist ein Axelodel. Aha. Es ist ein Lurch. Es ist ein Elite-Lurch, ein reiner Elite-Lurch. Und er ein wird mexikanischer sich Schwanzlurch. Steht doch. Ja, macht ja sein. Ja, umso besser. Dann kann Guerrero die gleich mitbringen, weil Mexiko, Peru. Der mit der Flugangst. Ja, genau. So. Das ist eine gute Sache, meine Knut, was möchtest du denn? Was möchtest du noch mithaben? Genau, so ein Bierchen bitte. Bierchen? Mhm. Und dann nehme ich auch noch was zum Essen natürlich. Oh, ja, gerne. Was denn? Es ist eine wilde Idee. Ich reiche das einfach an. Was möchtest du? Hier, ich habe Gurkensalat zum Beispiel. Ganz frischen. Kennst du den? Der ist lecker. No. Weiß ich nicht. Gib mir mal so ein Stück Leberkäse mit. Esse ich ja immer gerne den Speckkartoffel. Wenn man zu viel Leberkäse isst, ne, dann kriegst du vom Leberkäse kriegst eine Käseleber. Käseleber? Wo kommst du? Und Knut, bist du auch schon mal mit einem Pusteboot gefahren, sag mal? Mit einem Pusteboot? Ja. Wo du das selber antreiben musstest. Was ich selbst aufgepustet habe. Nee, nein, Guerrero als Stürmer. Mit einem Segel, wo du selber reingehst. Ach so. Sag mal, hier hast du mitgekriegt, hier Natascha Ochsenknecht, ne? Das ist so eine russische Schauspielerfrau, ne? Ja. Aus Russland ist die, ne? So wie die Zahnarztfrau oder die Spielerfrau ist Natascha Ochsenknecht eine Schauspielerfrau gewesen.
Die ist auch mit dem Schauspieler. Eben deswegen ist sie auch eine Schauspielerfrau. Ja. Natascha, eine russische Schauspielerfrau. Sie hat jetzt den zweiten Frühling. Ja. Ne? Aha. Auch wieso? Wahrscheinlich mit den Russen wahrscheinlich, so Alexander Sovkorb oder irgendwie so. Man weiß es nicht. Ne? Sie feiert ja weiter. Sie hat sich jetzt mal Sorgen, einen Marinekäfer, wahrscheinlich ist sie auch irgendwie früher zur See gefahren oder so, einen Marinekäfer auf dem Arm bauen lassen, aus großer Begeisterung, weil sie verliebt ist. Ne? Aha. Ne? Marine, auf einem Marine, der war vielleicht auch auf dem Pusteboot, ne? Oder was? Ein Marinekäfer? Ja. Oh. Das gibt es. Der ist heute ein bisschen vom Maritim, ist er ein bisschen ange... ne, du hast das im Blut mit der Seefahrt und das alles. Ich hab mir das nur zusammengerahmt, weil der Stürmer... Ja, ja. Ich hab das nämlich erklärt, dass du jetzt nicht noch mal. Nein, nein, natürlich nicht. Aber du könntest auch gut mal auf so ein Boot mit deinem, hier, mit seinem Kapitänsmantel, ne? Dann stehe ich ganz oben auf der Brücke. Mit dem Mantel? Ganz oben stehe ich auf der Brücke. Ja, und bewege mit einem kleinen Finger das Rad und singe La Paloma. Ja. Singe ich ganz laut. Ja. La Paloma singe ich. Ja, natürlich. Kap Horn liegt auf Lee, jetzt heißt es Gottvertrauen. Ja. Genau. Singe ich. Genau. Seemann, gib Acht. So geht es nämlich los. Ich weiß, was zu tun ist. Seemanns Braut ist die See. Seemanns Braut ist die See und nur ihr könnt er treu sein. Natürlich. Das weiß Guerrero auch spätestens, wenn er da einsam auf der Salzplacke rumpustet und tritt mit seinem Boot. Da kommt er vielleicht mit dem Schiff, weil er ja Flugangst hat. Das habe ich doch gesagt, er klappt mir das so immer alles. Ja, aber er kommt mit dem Pusteboot. Jesus, man weiß was, Hildo Schröder jetzt, ne? Das Hildo möchte ich noch mal kurz anschauen. Mit dem Kanzler verheiratet. Sie war mit dem Ex-Kanzler, ja. Sie macht doch jetzt bei Let's Tanz mit, ne? Ich habe sowas gelesen, aber die heißt aber nicht mehr Schröder jetzt, ne? Weiß ich nicht. Das ist mir auch an und für sich egal. Ja. Aber weißt du, warum sie das macht? In Wahrheit. Danke. Sie will Außenministerin werden. Es ist eine reine. Statt Herrn Westerwelle. Weil sie will es nämlich in Wahrheit aus Rache. Sie will es ihrem Mann heimzahlen. Das ist meine Meinung. Sie will berühmt werden und da fängt sie jetzt ein bisschen mit an, weil sie hat es von Westerwelle gelernt. Er hat damals auch noch mal Sorgen mit dem Guido Mobil über die Dörfer getingelt. Dann macht sie, jetzt fängt sie mal schön an, mal Sorgen mit einer Tanzschau, dass man sie mal wahrnimmt und sagt, ach Mensch, die ist ja, stimmt ja, die ist eigentlich eine gute Politikerin. Mhm. Weil sie hat das, glaube ich, sie macht das nämlich genauso wie die Frau von Bill Clinton. Das ach, Hillary, ne? Hillary, Hillu, das ist schon nur beieinander. Ja, das ist deswegen. Und da hat damals Monika Lewinsky war mit Clinton, ne? Ja. Hat er sie betrogen. Was ist sie heute? Außenministerin. Wer? Hillary. Lewinsky? Nein, Lewinsky ist die Arbeiterin in Coffeeshop oder stimmt, irgendwas. Stimmt, die ist Außenministerin. Und jetzt Hillary, Hillu, jetzt macht Hillu das auch. Weil damals hier ihr Mann hat doch jetzt auch mit hier Doris Köder-Schröpf. Mit der ist er doch auch zusammen. Jetzt hat sie sich das lange überlegt und jetzt geht sie wahrscheinlich in die Politik hinein und fängt jetzt mit Let's Dance an. Oh. Und dann nimmt sie sich wahrscheinlich auch einen Experten für drumherum hier, Ernst August von Hannover. Das ist meine Meinung. Der wird der Verteidigungsminister. Nee, der ist ja hier irgendwo mit so einem Schirm, auf meinen Los gegangen. Ich weiß das wohl. Aber er ist auch noch ein Experte in Schaufragen. Er ist ein Experte für Bühnenschau, für Licht, für Ton, das ganze Programm. Der Prinz oder was? Er hat doch jetzt gerade in so einem Prozess, so ein Disco-Besitzer. Da kommt doch jetzt raus, der hat ihm doch zwei Ohrfeigen gehauen. Eine muss sorgen für das schlechte Licht und eine für die laute Musik. Und ich nehme an, dass sie ihn jetzt gleich mit Sorgen engagiert, damit er jetzt bei Let's Dance für sie gleich mal ordnen soll. So funktioniert das in der Politik drin. Ne? Das ist wahr, ne? Das musst du doch. Die nehmen mich immer überhaupt nicht ernst. Du weißt das doch, Krüdi. Ja, was ein Wunder. Ja, du sag mal bitte. Halt die Klappe, ich hab Feierabend. Du bist auch so ein Experte. Weißt du, wenn sie dann berühmt wird und man fotografiert sie dauernd, weißt du, wie sie dann heißt? Nee. Blitz-Hillu.